Also, die Geschichte des Spaghetti-Eis, Leute, besagt, das war vor 2 Jahren auf der Dokumi. Wir hatten Gäste da. Yu und Vanni und ich waren auf einem Haufen. Und wir dachten uns abends, nach einem anstrengenden Tag auf der Dokumi, boah, jetzt ein Eis, wäre geil. Weil, ne, die liegt ja im Sommer. Und, beziehungsweise im Frühling. Doch, Frühling. Und das ist für gewöhnlich, meistens ist es bei während der Dokumi sehr heiß. Das ist so eine Anime-Convention übrigens. Und ja, ich dachte mir, ich gehe jetzt noch raus. Ich gehe halt dann Richtung Eisdiele, gucke zu den Himmel und denke mir so, boah, das sieht richtig geil aus. Man müsste wissen, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, wenn so kurz vorm Gewitter, ich finde, das sieht immer richtig episch aus. Bevor es losgeht, so mit den gebrochenen Wolken und so weiter, alles ein bisschen düster, ist cool. Und ähnlich sah es auch da aus. Nicht viel Licht zu sehen, alles, die Wolken brachen und darunter waren andere Wolken. Und ich denke mir so, ja, cool, ich komme mit der Eisdiele an, hole mir das Spaghetti-Eis. Spaghetti-Eis war es, darum ging's. Und ja, bis dahin alles cool. Aber als ich bei der Eisdiele angekommen bin, habe ich schon gemerkt, dass es sehr windig wurde auf einmal. War nicht so schön. Und sobald ich die Eisdiele verlassen habe, haben die auch zugemacht, der Laden. Und dann ging es auf einmal los. Mir kam urplötzlich, wie im Westen, so eine richtig dicke Staubwolke entgegen. Also eine richtig dicke Staubwolke. Und ich dachte in dem Moment schon so, wow, ich muss ja echt aufpassen, dass ich nichts in die Augen oder in den Mund kriege. Ihr müsst wissen, der ganze Tag über, was Kochen heißt. Das heißt, die Straßen waren natürlich trocken wie sonst was. Und da ist jede Menge Schmarrn aufgewirbelt worden. Und kam mir alles erstmal entgegen. Und da dachte ich mir schon so, wow, okay, heftig. Und dann von einem auf die andere Sekunde hat es angefangen zu schütten. Meine Fresse, das habe ich noch nie erlebt. Ich habe nichts gesehen. Also man hat nichts mehr gesehen, tatsächlich. So dick waren die Regentropfen und so viele waren das vor allem. So ein richtiger Platzregen, der aber auch lange gedauert hat. Kombiniert mit richtig dicken Sturmböen. Der Wind war so stark, dass ich mich kaum nach vorne wegen konnte. Also ich wollte einfach nur geradeaus gehen. Der Wind hat einen so stark nach hinten gedrückt, dass man kaum nach vorne gehen konnte. Ich habe mich dann irgendwie so eine kleine Türspalte gestellt, weil ich konnte ja nirgendwo hin. Und habe dann, gruselig wurde es dann richtig ab dem Moment, als ich gemerkt habe, dass da gerade Mülltonnen und Bäume und riesige Äste an mir vorbeigeflogen sind. Es war wirklich geflogen, also richtig schön durch den Himmel. Und ich dachte mir so, wenn dich das jetzt erwischt, tut das ganz schön weh. Und ja, das war der große Sturm vor 2 Jahren. Und irgendwann dachte ich mir, was mache ich jetzt hier? Weil ich war nicht sicher da, wo ich stand und ich musste irgendwie nach Hause kommen. Das Eis ist übrigens weggeflogen, ne? Also das Eis ist ausgespült worden, quasi. Ich konnte mich schützen. Der Regen hat das Eis aus der Hülle gespült und es ist mir auch aus den Händen geflogen. Das heißt also RIP Eis. Und ja, bin dann als es dann kurz ein bisschen ruhiger wurde, bin ich gerannt wie ein Irrer. Hat dann aber kurz danach wieder angefangen. Ich meine, die Eisdiele war nicht weit weg von zu Hause, ne? Allerdings, da wo ich vorher gewohnt habe, da war so eine enge Straße mit links und rechts Bäumen. Und die ganze Straße war voll, also fast jeder Baum lag auf der Straße. Überall Blätter, alles Mögliche. Und es war so ein kleiner Hindernisparcours. Und ich bin froh, dass ich heil zu Hause angekommen bin. Ich sah aus, als wäre ich gerade aus dem Schwimmbad gekommen, mit Klamotten. Und ja, das war tatsächlich lebensgefährlich. Es sind auch bei dem Unwetter sind tatsächlich auch ein paar Leute gestorben und schwer verletzt worden, also von Ästen erschlagen worden und sowas. Es war echt heftig. Und ich war mittendrin. Das war höchst uncool. Naja, das ist die Geschichte. Und deswegen heißt es jetzt jedes Mal, wenn jemand ein Spaghetti-Eis holt, gibt es ein Unwetter. Weil komischerweise, als wir dann Monate später nochmal ein Spaghetti-Eis geholt haben, hat es danach wieder angefangen. Nicht so heftig, aber auch da hatten wir plötzlich danach auf einmal schlechtes Wetter. Ist Spaghetti-Eis, es ist verflucht. Und deswegen Spaghetti-Eis. Das darf man nicht sagen, dieses Wort, denn das kommt dann immer dazu. Sui mittendrin, ja. So. Ah ja, stimmt. Abends, als dann der Sturm, die Geschichte ging ja noch weiter, als der Sturm dann zu Ende war irgendwann, in einer Stunde oder so, sind wir noch zu Yu gegangen. Und es war dann einfach, es war total windstill. Es hat nicht mehr geregnet, aber ich habe richtig gesehen, wie überall die ganze Stadt zerstört war. Einfach überall, wirklich die ganze Strecke, Bäume, Sachen umgekippt, irgendwelche Stromkästen oder sonstiges natürlich auch überflutet. Also stand es ja teilweise bis in den Knien. Vor allem ich, bei meiner Größe. Das war heftig. So. Aber ich habe nicht vergessen, wir haben noch 1,05 € bekommen von Renix oder RenixXXX. Ich liebe es, deine Videos und Streams zu schauen. Mach weiter so. Dankeschön, freut mich.
Und danke für deine Spende. Und 5,05 Euro von Croffen. So, wir müssen mal gerade ins Ziel kommen. Haben wir es denn jetzt? Ja, wir sind schon näher dran. Dankeschön für die Spende. Danke dir. Apokalypse Now in NRW. Ja, das war echt furchtbar. Ich hatte ein bisschen Schiss dabei. Muss ich mal sagen. Ist Yu größer als Sui? Ja, 1 Zentimeter. Gott sei Dank ist sie gerade nicht hier, weil sie würde darauf plädieren, dass sie 2 Zentimeter größer ist. Aber das ist Quatsch, Leute. Versteht ihr das? Das ist Quatsch. Sie ist 1 Zentimeter größer. Das Mädel. Ja. Ich bin nämlich 1,66 und sie ist 1,67. Und sie behauptet, ich bin 1,65. Aber es wurde nochmal nachgemessen. Ja, ich bin 1,66. Ihr seid beide klein. Das stimmt, wir sind beide klein. So. Pipi. Sui ist größer als ich. Ich kenne aber immer noch Leute, die kleiner sind als ich, ja. Immer wieder, wenn ich auf Smash-Turniere gehe. Ich bin gewachsen. Oh Gott. Verliebt und schlafend. Er hat sie in den Schlaf geliebt. Quasi. Nee, du. So, dann wollen wir erstmal wieder schön wechseln hier auf den Hotdog. Mm. So, dann kann ich jetzt weiter hier meine Glut benutzen. Alles gut, Leute, alles gut. Ich bin auch ausgewachsen, ich wachse nicht mehr. Ich bin 25, da wächst man nicht mehr für gewöhnlich. Da schrumpft man höchstens noch irgendwann. In den Schlaf geliebt. Nee, 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 du schmutziger du. Er hat hier in den Schlaf geliebt. Oh Mann. Ja gut, es war ungeschickt formuliert. In Ordnung. Ignorieren wir das einfach mal. Developer Kate. Zu viele Kates hier. So, waren das alle? Nee, da ist noch ein Opa. Da ist ja noch ein Opa. Christian ungern. Wenn Sui schrumpft, ist er ja weg. Ist auch mitten in der Pubertät, ja genau. Dieser Samen. Dieser Samen! Wäre dann Sui Testo. Sui Testo finde ich gut. In einem Monat bin ich nur 1,65. Ja, ich schrumpfe jetzt jedes Jahr, oder jeden Monat schrumpfe jetzt 1 Zentimeter. Also irgendwann bin ich einfach weg. Dann mache ich wie ein auf Ant-Man und werde nehme irgendwann Atomgröße an. Sui hat eine kleine Hurtbox. Ja, ich sag das auch in letzter Zeit immer gerne, weil ist so, ne? Das ist eigentlich gut. Welche drei Sweeper findest du am stärksten? Boah, ich hab keine Ahnung. Dafür kenne ich mich immer noch nach wie vor nicht gut genug aus im Metagame von Oras. Ich habe mir aber neulich sagen lassen, dass Fiaro wohl stärker denn je sein soll, hat mir jemand gesagt. Aus meiner Pokémon-Confi. Warte, hat er stand auf Litiamo? Nee, in Ikoro, ich dachte schon. Keine Ahnung. Ich fand den Ruf von Inikoro übrigens immer ultra merkwürdig. Oder so ähnlich. Ja, das klang genau so. Tumix! Hey, vielen lieben Dank fürs Subscriber, mein Freund. Willkommen bei den Elite-Glücksknilzen. Mit 6 TVs auf 31. Garantiert. So. Kann ich jetzt hier schon lang? Nope. So. Hutzaza ist überstark zurzeit. Finde ich lustig. Hutzaza. Das hat man immer nie so auf dem Schirm gehabt früher, aber es war eigentlich immer ganz gut war es eigentlich immer. So, ich würde sagen, warte mal, ist das eine neue Rolle? Ist es eine neue Route? Finally had the money. So.
Hier waren wir auch noch nicht. Okay. So, Leute, ich würde sagen, bevor wir Werbung machen, gucken wir nochmal das letzte Pokémon an. Das letzte Pokémon vor der Werbung. Wird sein. Was schwäche ich denn? Hotdog ist okay. Okay, neue Route, neues Glück. Unser Pokémon ist... Jo! Aha! Schön! Läuft! Jupp! Man sagt, dass dieses Pokémon das Meer vergrößert hat, neben starke Regenfälle verursachte. Es kann Wasser kontrollieren. Okay. Gut, dass ich den Meisterball noch aufgespart habe. Es ist der Mörder, Riptad Toxa, dass ich da noch heute dran erinnere, finde ich irgendwie schön. Cool. Wir haben 20 Euro gerade bekommen von MacPodina Rami, weil du einfach der Beste bist, Chris. Mit einem Herzchen. Hier, Herz zurück. Vielen Dank für deine Spende. Ich danke dir. Ah, schön. Ich hab schon einen Namen. Melone. Wassermelone ist zu lang. Ich finde Melone super. Wobei Spaghetti-Eis. Ja, stimmt, aber das ist zu lang, ne? Das ist wahrscheinlich echt viel zu lang. Kannst du vielleicht irgendwie abkürzen. Aber nee, das passt, das ist gar nicht so lang. Ich soll es vielleicht auch richtig schreiben. Spetti. Ja. Spaghetti passt. Ist das überhaupt ein G, was ich da gemacht habe? Oder ist das ein Q? Das ist ein Q, ne? Das ist ein G. Alter, ich krieg's auch hin heute. Ich krieg's auch hin. Spaghetti. So könnte ich es nennen. Spaghetti-Eis. Das klingt sogar irgendwie wie Name. Spaghetti-Eis. Späti. Spaghetti-Eis. Spaghetti-Eis, ja. Spaghetto. Spaghetti-Eis. Spaghetto. Ich glaube, ich kürze es einfach ab. Es muss einfach sein. Es muss einfach sein. Spack.Punkt. Eis. Wenn wir schon Platz haben, dann nutzen wir das auch voll aus. Spack-Eis wurde auf Bilds PC übertragen. Wunderbar. So. Okay, Spaghetti-Eis. Schön. So, Leute, ich würde sagen, mit diesem wunderbaren Fang. Warte. Ich gehe noch in die Stadt. Ich stelle mich aufs Pokémon Center. Ist sowieso ein Theme bei mir. Ich muss mich mal ins Pokémon Center stellen. Warte, ich nehme noch Kyogre ins Team. Aber wir haben doch schon Wasser-Pokémon. Wow. Aber für was? Für was? Vielleicht lade ich es erstmal auf der Box zur Notreserve. Was kann es denn überhaupt so auf Level 19? Aquavelle und Antikraft. Wie das einfach unser ganzes Team wahrscheinlich zerstört hätte. Ja, wobei, Seedraking hätte tanken können. 4 Euro von Buddy Madden 95. Du kriegst den Mörder. Läuft bei dir. Dafür kriegst du erstmal eine Spende. Dankeschön für deine Spende. Schön. Okay, Leute. Für Sushi. Naja, aber Sushi ist doch episch. Cedar King. Ja, ich würde. Ich mache jetzt. Ich überlege gleich mal, wen ich da mitnehme. Also, ich denke, ich packe es gleich ins Team. Das ist Kyogre. Das muss ich ins Team nehmen.
Wir machen ganz kurz 3 Minütchen Werbung. Noch generell mal typische Pause, Snackpause, Pinkelpause und so weiter und so fort. Also ernsthaft, Leute, ne? Was ich gerade eben für Chunks schon wieder gelesen habe, Wurst raus und sowas, es ist noch nicht 10, okay? Es ist noch nicht 10. Aber ich denke, ich werde unser Pudox rausnehmen. Ja. Für Spaghetti-Eis. Steht außer Frage. Sorry, Finger raus. Ja, sehr schön. So. Gut, ich denke, das Spaghetti-Eis muss erstmal ein bisschen trainiert werden. So. Alles klar. So, ja. Erstmal ein bisschen Training. Sehr gut. Okay, gucken wir uns mal in Prismania City um. Gehen direkt mal hier hinten lang. Was ist aus dem Kissen mit Wunsch von Macaroni geworden? Ja, der ist immer noch... Den können wir immer noch machen. Also ich habe die TM immer noch. Ein Indigo-Stück. Ich will noch einen Meisterball haben, falls sowas nochmal passiert. Das war einfach so in einem Kyogre reinstolpern, ne? Erlebt man auch nicht alle Tage. Düdüdüdüdüdüdü. 50 Cent Spende von XXX Redwork XXX. Der da einfach nur schreibt. Eis. Danke für die Spende. Gib das her. Prinz ist halt ein Evoli. Das ist doch wirklich ein Evoli. Möchtest du Kangama einen Spitznamen geben? Moment mal, was ist gerade passiert? Ja, ich möchte Kangama einen Spitznamen geben. Wie könnte man einen Kangama nennen? Vorschläge erwünscht. Während ihr Vorschläge postet, gucke ich mal, wie viele Emotes ich den jetzt haben könnte. Rein theoretisch und praktisch. Können wir erstmal finden, wo genau das nachzugucken ist. Moment. Schnitzel, Mutti, Spiegelei, Muku, Sandwich, Knödel. Ja, wo ging das denn jetzt nochmal? Ah, hier glaube ich, ne? Ja. Nee, ich habe tatsächlich nur einen Slot noch frei, Leute. Schade, keine 2. Okay. Ich habe gerade einen schönen Namen gelesen und den nehme ich. Danke, reicht mit Vorschlägen. So. Und zwar bist du der... Beziehungsweise die... Die Windbeutel. Das passt sogar perfekt hin. Wunderschön. Wegen Beutel, ihr wisst schon, ne, weil Känguru und so, Beutel, eine Tasche und ja. Gut. Ein Kangama wäre natürlich auch irgendwie, hätte was, ne? Ich kenne das ja Teil der Pokémon-Welt. In deinem Game Boy Advance. Triff mich mit Freunden. Ich frage mich gerade. Der Eismann fährt weiter. Ob er irgendjemandem Spaghetti-Eis verkauft. Und jetzt ist alles vorbei. Apfeltasche, ja, das wäre auch gut gewesen. Aber jetzt ist er ein Windbeutel. Jetzt kann gar man nie, richtig. Halt dich aus dem Rocks Angelegenheiten raus. Ich frage mich gerade, was wir jetzt hier rein theoretisch als Preise bekommen würden. Da steht wahrscheinlich immer noch Porygon, Sichlo und das ganze Gedöns. Aber warte, ich brauche erstmal einen Münzkorb. Wenn du mehr Emotes brauchst, dann benutzt doch... Das ist ja ein Standard-Emote, den brauche ich ja nicht. Den kann ja jeder benutzen. Darum geht es ja quasi bei den Emotes, dass Subs neue Emotes benutzen können. Hier ist auch falsch. Wir haben gerade eine 8,50 € Spende reinbekommen von Sir Rampage 1980. Und da kommt gerade Yu nach Hause. Hallo Yu! Und Rampage, Sir Rampage 1980 schreibt, wieder ein toller Stream. Übrigens fand ich die Stage für Mario Maker Zoo Versus großartig gemacht und freue mich schon auf weitere Videos. Und nun weiter den Stream genießen. Ja, die Stage war echt super. Wirklich nochmal ganz großes Lob an DNL da.
Und danke für deine Spende. Ich hoffe, da nehmen wir noch einige andere coole Stages. Der liebe Marcel hat neulich so eine Sadisten-Stage gebaut und war dann ganz verblüfft, dass ich quasi live on Stream. On Stream sage ich schon, live im. Ist es jetzt so wirklich ein Münzkorb? Frage ich mich gerade. Ja, das ist ein Basis-Item. Dass ich die live in Skype durchgespielt habe und er war dabei in einer halben Stunde. Hat zwar was gedauert, aber irgendwann kommt mal das Gefühl dafür. Blacky 120291. Vielen Dank fürs Subscriben und herzlich willkommen bei den Elite Glücksknilzen mit 6 DVs auf 31. Garantiert. TM13, das ist nie Leben Eisstrahl. Das wird irgendwas anderes komisches sein. Okay, es stehen echt die Standard-Pokémon dabei. Ich bin hier gewillt, es mal auszuprobieren, ne? Wie du ein Elite-Glücksknilz werden kannst, indem du einfach subst. Steht alles, steht unten im Stream. Da ist so ein Button. Aber das ist, kostet monatlich. Steht aber auch alles dabei. So. Übrigens, Leute, Fun Fact. Ich weiß nicht, ob ihr Fahrrad-Urlaub-Fans seid. Aber es ist jetzt seit gestern, glaube ich, die neue DVD erschienen. Und da bin ich drauf. Hugh ist da auch drauf. Wir sind da beide drauf. Weil wir in der ersten bzw. zweiten Reihe standen bei dem Konzert. Und das wurde gefilmt. Sehr, sehr witzig. Man sieht uns auch im Trailer. Also der ist auf YouTube hochgeladen, der Trailer zu der DVD. Sehr ungewohnt. Ich hoffe, ich habe nichts Peinliches gemacht. Aber wie ich mich auf Konzerten kenne, wahrscheinlich schon. Wisst ihr was? Ich kaufe mir jetzt das Abra, glaube ich. Einfach mal. Und guck, was das ist. So. Das Schöne ist ja, geschenkte Pokémon dürfen ja behalten werden. So. Ah, das wird mir angezeigt. Das ist ja natürlich sehr nett. Seemon ist das. Nein, ich möchte nicht Ariados. Ich habe schon eins.